Ah ja, pass auf, hier, da. seht ihr das? Das hier ist die Kotzlache. Das ist ja geil. Frenkel frotzelt. Heute. Let's play Emergency 5. Dann schreibe ich halt nochmal Hurra 4 rein. Ja, wird schon passen. Pause. Abschleppfahrzeug heißt. Wir hatten das richtig gehabt. Als erster. Ja, ich stelle meine Moderatoren vor schwierige Aufgaben. Ich schaue jetzt nochmal in den Spendenstand rein. Einfach nur mal so. Vielleicht ist ja noch was reingekommen. Ne? Mal gucken. Es spielt ja keine Rolle mehr. Den letzten Emergency 5 Dingsbums Code gibt es ja auch noch. Trotzdem möchte ich es doch mal wissen, ey. 200 Euro, ey. Sergeant Sudbody. Wie spricht man das aus, ey? Unglaublich. So, komm. Machen wir. Laden, laden, laden. Sag mal. Da ist ja noch was reingekommen. Was ist denn los heute mit euch, ey? Also, ich bedanke mich nochmal für 10 Euro bei, Genred 99, für 15 Euro bei Holstein, für 4,98 Euro Tobias und 10 Euro von Swax5. Und wisst ihr was, weil ihr heute so geil spendet, werde ich nicht nur jetzt noch eine Emergency 5, sondern ich lege noch eine Dragon Age Inquisition drauf heute. Hä? Was haltet ihr davon? Das lege ich noch drauf. Und wenn ihr weiter spendet, vielleicht lege ich noch ein zweites drauf. Schauen wir mal. Also, wir machen jetzt erstmal hier weiter. Jetzt kommt, jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken. Ich schau mal, ob meine Kollegen das, oh Moment, oh. Ich soll entscheiden, ich habe das doch noch nie mitbekommen. Derjenige, der zuerst Abschleppfahrzeug geschrieben hat. Woher soll ich denn das wissen? Müssen wir jetzt eine Stichwahl machen oder was? Habt ihr es nicht mitbekommen? Also meine Moderatoren schreiben, und wer ist es nun? Das ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt, ne? Ich muss ja gerade noch eine Sekunde warten, weil das ist jetzt natürlich blöde. Abschleppfahrzeug wäre die richtige Antwort gewesen, weil das ist so im Spiel. Dann war es Yuke, also Y-U-K-E. Herzlichen Glückwunsch an Yuke, Yuke oder wie auch immer man das spricht. Okay, wir machen weiter. Eine Runde machen wir noch weiter. Ein Schaltkasten im Einsatzgebiet hat einen schweren technischen Defekt. Personen, die sich ihm nähern, könnten einen starken elektrischen Schlag erleiden. Reparieren Sie den Schaltkasten so schnell wie möglich und kümmern Sie sich, wenn nötig, um alle verletzten Personen. Was? Wo denn? Moment. Ich da draufklick? Wo ist denn da? Ein Schaltkasten mit Ingenieur reparieren. Habe ich einen Ingenieur? Wusste ich noch gar nicht. Wo soll das genau sein? Ach, da. Da ist er genau vor dir, Herr Frenkel. Da, das da. Wo kriege ich jetzt einen Ingenieur her? Einsatzkraftwagen? Ich habe keine Ahnung. Wo kriege ich einen Ingenieur her? Kann das nicht ein Arzt machen? Als einzige... Was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist... Was ist denn das? Ist das das THW oder was? Besatzung? Ein von eins. Aber was ist das für einer? Was ist denn das für einer? Ach so, da. Warte mal. Fragezeichen. Ach so. Ja, aber wer... Scheißdreck. Woher soll ich wissen, was ein Ingenieur ist jetzt hier? Also das ist Feuerwehr, das kann es nicht sein. Rettung kann es auch nicht sein. Bei der Polizei, das kann auch nicht sein. Das heißt, es kann eigentlich nur hier eins von denen hier sein. Bergefahrzeug. Ah, warte mal, ich klicke mal hier drauf. Ja, toll. Was, da steht ja nicht, was das... Einsatzfahrzeuge mit einem Linksklick. Ja, das ist mir schon klar, aber was ist denn... Was sitzt denn da für einer drin? Was ist denn das für einer hier? Ist das ein Ingenieur? Mir jetzt scheißegal, ich schicke den jetzt mal. Kein Problem. Werden wir schon sehen. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt.
261 Zuschauer, ey. Es wird immer mehr, ey. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also ich begrüße euch alle noch nachträglich hier. Tag, ihr Nasenbären, die ihr noch nachträglich noch gekommen seid. Was ist denn jetzt los? Kommt der jetzt oder? Achso, Moment, ich muss auf Play drücken. Haha, ja. Ich wollte nur mal schauen, ob ihr auch aufpasst. Das sieht nicht gut aus, das schmeißt Funken. Kommt der jetzt oder nicht? Dem Ingenieur ist doch nichts zu schwören. Warte mal, da. Ah, da fährt er. Boah, das ist aber ein schneller Ingenieur. Ich komme gar nicht hinterher. Okay, also ich hoffe mal, dass das der richtige ist. Das einzige blaue Fahrzeug, was mir irgendwie logisch erschienen ist. Ingenieur! Es ist ein Ingenieur! Meine Flasche steht im Weg. Ich konnte es kaum lesen. So, dann mach das mal. Und wie machst du das? Jetzt mach einfach mal. Komm, mach das mal ganz. Mach das mal gut. Mach das mal... Hä? Hallo? Jawohl. Ja. So. So, ich habe eine Frage im Live-Chat, ob ich Fußball mag. Nicht so sonderlich gerne, muss ich gestehen. Ich schaue mir Weltmeisterschaften an und ja gut, ein bisschen kenne ich mich aus, aber... Ich habe es geschafft, ich bin so gut. Oh, ich bin so gut, steig ein. Ist in Arbeit. Ja, ist in Arbeit. Nein, ich bin noch mehr der Eishockey-Fan, das wisst ihr doch. Ein neues Volksfest in München, das kann ja nur das Oktoberfest sein eigentlich, ne? So, fahr heim, komm. Alles klar. Schauen wir mal, wie schnell der fährt. Ah, jetzt geht's. Auf dem Rückweg. Warum hat der auf dem Rückweg eigentlich jetzt Blaulicht an? Darf der das? Ist doch völliger Schwachsinn, oder? Oh, jetzt gibt er aber Gas hier. Aber jetzt aber hier. Der Brüller, ne? Ja, ist trotzdem, also nach wie vor, ich bin zwar ein bisschen verzweifelt an der Mission zuvor. Das, was mich so ein bisschen aufregt, das war bei Emergency immer schon so. Auf dem Volksfest sind mehrere Personen an einer Nahrungsmittelvergiftung erkrankt. Versorgen Sie alle Opfer. Vielleicht finden Sie dabei ja auch heraus, wer für den Vertrieb der offenbar verdorbenen Nahrung verantwortlich ist. Aha! Nehmen Sie die betroffene Person fest. Das heißt auf Deutsch, ich muss auch eine Polizei schicken, ne? Jetzt haben wir erstmal kurz zum Volksfest hin. Oh, hat die Strapse. Die hat Strapse, ne, oder? Das ist so bayerisch hier, so typisch bayerisch. Bayerisch. So, okay, alle Opfer mit Notarzt versorgen. Wo ist denn jetzt ein Opfer? Können wir mal klicken. In diesem Zelt hier, oder was? Liegt hier irgendwo jemand rum, oder? Ah ja, pass auf, hier, da. seht ihr das? Das hier ist die Kotzlache. Das ist ja geil. Wenn das mal nicht die Kotzlache ist. Okay. Der hier, dem wird schlecht. Das war immer, es ist immer die Lachscremespeise. Die ist immer schuld. Und jetzt brauchen wir erstmal einen Notarztwagen, ne? Schicken wir mal einen Notarztwagen dahin. Alles klar. Dann brauchen wir natürlich noch einen Rettungstransportwagen. In Ordnung. Und dann schicken wir noch die Bullerei hin. Ist doch klar. Was ich mit der machen muss, weiß ich zwar nicht, aber ich schicke jetzt einfach mal dahin. Jawohl. Der ist einfach nur stockbesoffen. Gebäudebrand. Ursache unbekannt. Es befinden sich noch Personen im brennenden Gebäude. Retten Sie sie. Jetzt wird's wieder stressig. Löschen so, Freunde. Sie alle Brände. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Mein alkoholfreies Bier will leider jetzt nochmal raus. Ihr müsst leider immer noch dranbleiben, weil ich komme gleich wieder. Und es gibt noch einmal Emergency 5 und einmal haue ich noch Dragon Age raus heute. Als Belohnung, weil ich so gut gespendet habe. Ich bin gleich wieder da. Und in der Zwischenzeit überlege ich mal auf dem Klo, wie ich jetzt rauskriege, wer diese Lachscremespeise vergiftet hat. Ich bin wieder da. Ich habe jetzt auch gerade festgestellt, das hat auch Dr. X jetzt gerade geschrieben. Wieder 15 Euro Spende. Spendenstreams am besten immer Anfang des Monats. Ja, das ist gar nicht mehr so schön. Ey, da blinkt was. Guck mal. Neue Einsatzfahrzeuge. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ein Rettungshundefahrzeug.
Ja, es ist schön, nur ich kann es mir nicht leisten, ne? Ich habe nur 2000, verdammt. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren ja stehen geblieben bei der Kotzlache. Jetzt müssen wir erstmal... Ach nee, scheiße, da ist ja noch was anderes hier. Gebäudebrand haben wir auch noch, okay. Gebäudebrand, wo genau? Es knistert, aber ich sehe nichts, das ist wieder... Ach, kann ich das mal wegklicken hier? Den ganzen Schotter. So, wo brennt's? Ich mach mal kurz an. Ah, da. Naja, wenn man anmacht, dann sieht man das viel besser. Okay, da ist ein Gebäudebrand. Da werden wir jetzt mal hinschicken. Moment, was steht da noch? Gebäudebrand. Personen im brennenden Gebäude, retten Sie sie. Ah, okay. Bescheuert. Oh, okay, das, das Blöde ist. Das Doofe ist. Ich weiß jetzt nicht, was da. Okay, also. Wir schicken auf jeden Fall mal ein. Tankle-Fahrzeug. In Ordnung. Wir schicken ein. Drehleiterfahrzeug. Jawohl. Wir schicken, weil Personen anwesend sind, natürlich noch einen Notarzt. Wird gemacht. Und einen Rettungstransportwagen. Jawohl. Auch RTW genannt. Ich kenne mich aus. Und, wir haben noch ein Emergency 5, ne? ich müsste noch ein bisschen dranbleiben. Ich muss noch ein bisschen, wie heißt es, den Höhepunkt hinauszögern. So, war das jetzt alles, was ich soweit, oh, das sind zwei Opfer. Zwei sind das. Okay, dann brauche ich natürlich... Ah, ne, ist beim Volksfest. Ach, kacke, das habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Hier ist nur einer, aber beim Volksfest brauche ich noch einen. Alles klar, wo liegt denn da noch einer rum? Da ist noch einer. Ja, da brauchen wir noch einen Rettungswagen. Noch einen extra Rettungswagen. Rettungswagen. Was ich sagen wollte ist, was sich an Emergency immer schon ein bisschen gestört hat, war immer so dieses Trial and Error. Man kann manche Missionen einfach nicht schaffen, ohne vorher irgendwie Fehler gemacht zu haben und das erstmal sich alles nochmal anzugucken. Das, ich glaube nicht, dass es jemand auf Anhieb schafft alles. Und aber trotzdem ist es ganz nett gemacht. Grafisch ganz schön und ich habe es ja geschafft. Nur es wird noch schwerer, glaube ich. So, okay, also. Weiterlaufen lassen. Jetzt müsste ja mal irgendwann hier jemand eintreffen, ne? Irgendwann. Ja, was ist jetzt hier? Sie schwärmen aus! Kann aber sein, dass sie natürlich, Moment, vielleicht sogar beim Brand zuerst eintreffen. Keine Ahnung. Ah, da haben wir ja schon jemanden. Da haben wir schon einen Notarzt. Die Polizei haben wir auch noch da. So, Stopp! Alles klar. Hä? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Du sollst aussteigen. Wird gemacht. Ja, eben. Was geht's? Du kannst auch aussteigen. Tja. Aber es fehlt noch ein zweiter Notarzt. Ach nee, ich habe nur einen losgeschickt. Boah, das sind noch mehr. Oh, das sind schon vier. Ah, leck mich doch am Arsch. Ihr spinnt doch. Jetzt warte mal, was ist denn? Das ist doch bestimmt... Wird gemacht. Moment. So langsam wird es unübersichtlich. Alle unterwegs jetzt, ne? Greifen, man kann auch mal aussteigen. Ich habe so einen Verdacht. Das Eis.